Weihnachtsmärkte. Ja, das ist schon was Tolles. Da hat die Industrie sich wieder was ganz Besonderes einfallen lassen. Man öffnet einfach einen Markt, in dem man aus dem stressigen Alltag fliegen kann. Man erfindet ein paar Essstände für den kleinen Hunger, dann noch etwas Glühwein, um sich aufwärmen zu können und dann fehlt nur noch ein paar Stände, wo man Geschenke kaufen kann, zusätzlich noch ein paar Fahrgeschäfte für die Kleinen und fertig ist ein Weihnachtsmarkt. Doch dann reicht es nicht, dass die Märkte immer voll sind. Nein! Jeden Stand muss es doppelt und dreifach geben. Ich meine, warum auch nur einen Stand von einer Sorte haben, wenn man von den gleichen 5 Stück haben kann? Und bei den Ständen will ich gar nicht erst anfangen. Nicht nur, dass sie alle das Gleiche anbieten, nein, sie sind auch noch so unglaublich teuer. Eine Waffel 4 Euro. Ja, genau, man hat's ja. Und als würde es um Weihnachten gehen. Man geht nur auf einen, um einen Grund zu haben, wieder mal mit Freunden ein Trinken zu gehen. Anstatt zu Hause für einen Bruchteil des Geldes das Gleiche zu tun. Und dann noch diese Fahrgeschäfte. Sind wir in einem Freizeitpark? Meine, ja toll, für die Nein, ich würde einfach sagen, noch eine Möglichkeit, noch mehr Geld auszugeben. Und oh ja, man kann Geschenke kaufen. Anstatt sich vor irgendetwas übertrieben Teures und Nutzloses zu holen, kann man sich auch einfach mal Gedanken machen, was sich eine Person wirklich wünscht und braucht. Aber nein, das wäre ja zu viel verlangt. Und warum? Weil Weihnachten das Fest der Liebe ist.